Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zum Kaffee Owner Simulator. Nach dieser drastischen Preiserhöhung ist das Restaurant relativ leer, aber wie gesagt, es ist Montagnacht. Es steht ja geschrieben, dass es eher am Wochenende hier, dass die am Wochenende hier die Bude einrennen. Von dem her. So, da können wir auch wieder auffüllen. Hier ist noch relativ voll. Ja, habe ich schon gemacht. War gerade schon da. Tja, Leute, es ist halt Montag, ne? Da ist nicht so viel los. Der Ansturm, der kommt dann erst. Der große Ansturm, der kommt dann erst. Aber da muss dann erstmal eine ganze Woche vergehen. Warum hat niemand den Müllheimer geleert? Container ist doch leer draußen. So. Ach, ich brauche einen Manager Room. Kauf und Installation einer Kaffeetheke. Das können wir jetzt nicht machen. Werkzeug haben wir alles. Skills können wir hier. Zusätzliches Gericht. Ruf 0. Abgelaufene Aufträge 83. Erledigte Bestellungen 24. Arbeiter eingestellt 8. Artikel renoviert 81. Gefangene Ratten 9. Zeit im Spiel 364 Minuten. Geld verdient 5800. Gut. Vielleicht sollten wir ein bisschen was in Marketing investieren. In Radiowerbung. Preis für eine Show. Zwei Stück pro Tag. Oder hier besser. Fünf Stück pro Tag. Und hier bei den Medien zwei Stück pro Tag bei Mary M. Und eine bei Jane Lee Review. 160 pro Tag. Für Marketing. Machen wir hier auch noch eine pro Tag. Und hier auch noch eine pro Tag. Ne, hier machen wir zwei pro Tag. So, und TV. Können wir hier eigentlich nur einen Zehner machen. So, lassen wir es mal. Mal schauen, wie sich das Ganze dann so entwickelt. Denn jetzt kommt gerade gar keiner mehr.
Aber es ist auch nachts. Dienstagnacht. Gut. Zeit, die Preise zu erhöhen. Wir haben ja jetzt schließlich Werbung. Die Pizzas sind alle ganz erhöht. Die Hamburger machen wir teurer. Alle Hamburger. Denn wir müssen ja fast 1000 Euro oder was an Löhnen zahlen. So, Lasagne, Caesar Salad, den machen wir günstiger. Da machen wir Kassenrenner draus. Popcorn machen wir auch günstig. Dafür die Nuggets teurer. Und die Hotdogs. Billige Eiscreme. So, wir müssen schon ein bisschen was einnehmen. Sonst wird das halt nichts, ne? Käsekuchen günstig. Pasta Bolognese. Pasta Carbonara, das Zeug müssen wir alles teurer machen. So, ich schätze mal, so können wir es lassen erstmal. Gut, hier ist alles okay. Hier ist auch noch alles da. Trinkgeld. Da kommt der Chef persönlich vorbei, um sich das Trinkgeld zu nehmen. Wunderbar. Kakerlaken in der Einrichtung. Hausmeister! Da ist ein Fleck auf dem Boden. Naja, ein Hausmeister interessiert das nicht. Hey du, riech mal. Riecht das gut? Das ist Kakerlaken. Das ist I. Kakala, kein Spray. Wow, wow. Kakerlakenspray. Kakerlakenspray. Das Monster. Er muss das Monster fotografieren.
Wo ist es? Hier ist es nicht. Wo ist das Monster? Sehe es nicht. Ja. Das ist doch immer relativ lang da, das Monster, oder nicht? Naja. Keine Ahnung. Ich gehe mal Trinkgeld sammeln. Gut. Ach Mann, der Kühlschrank ist schon wieder kaputt. Dieser Kühlschrank. Ich werde albern. Es wird spät. Gut, wir haben alle Gerichte angeboten. Aber ich habe nun wirklich keine Ahnung, wo wir diese Kaffee-Ecke machen sollten. Ich meine, jetzt gerade geht's. Da bräuchten wir jetzt im Moment bräuchten wir nicht so viele Tische. Aber am Wochenende geht's halt echt heftig ab. Man hätte es natürlich auch ganz anders aufziehen können. Wobei hier der Kühlraum ist. Aber man hätte auch hier den Gästebereich. Nein, Quatsch, der Gästebereich. Die Gäste sitzen hier, wo die Fenster sind. Das ist schon richtig so. Naja. Gehälter bezahlt $436. Durchschnittliche Kundenwartezeit 29 Sekunden. Da freut sie sich. Ah ja, hat sie was bestellt. Sehr gut. Ja, ich habe zu viele Köche und zu viele Tische. Aber nur unter der Woche. Am Wochenende
da geht's halt ab wie Drecksau. Wir müssen das Ganze einfach noch ein bisschen laufen lassen. Es ist ja jetzt schon Dienstag. Ist ja nicht mehr lang bis zum Wochenende. Naja, eigentlich schon. Es ist ja erst Dienstag. Aber naja. Also, wie sieht's denn hier aus? Da wurde auch schon was gekauft. Und hier? Hier kann man die Preise nicht ändern. Kostet alles 6 Dollar, okay. Aber ist noch von allem. Ist noch von allem genug drin. Briefkasten. Flints. Warum leuchtet jetzt die Anzeigetafel um 11 Uhr mittags? Ich glaube, damit sind nur diese Lampen hier gemeint. Ja. Okay. Tapete, Statistik, Logotypen. Marketing, Goldene Bank, Skills, Kamera, Bewertung. Fett, Fett, Kohle. Hier gibt's 10.000 dazu. Wow. Weil wir haben relativ wenig. Relativ wenig Kohle. Dafür, dass ich so fleißig bestell hier. Aber das Problem ist halt, ja. Wir können die Angestellten nicht Montag bis Freitag entlassen und dann am Wochenende einstellen. Also wenn, dann ist halt so. Oh ja, ich brauche einen Kaffee. Oh, ich habe noch Kaffee. Kalten Kaffee. Also, wir schauen jetzt mal am Wochenende, wie viele hier dann drin sitzen. Ob ich eine Maximalauslastung habe, was die Sitzplätze angeht. Aber da müssen wir leider bis zum Wochenende warten. Und wenn hier nicht alle ausgelastet sind, dann könnten wir hier irgendwo eine Kaffeeecke reinmachen. Eigentlich am besten da hinten. So zwei oder drei Tische weg. Ja. Und dann hier hinten eine Kaffeeecke. Hallo. Ich hätte gerne Eiscreme. Oh. Oh nein. Was ist denn hier los? Der alte Scheißofen schon wieder. So, Backofen könnt ihr wieder benutzen. Und macht der Kühlschrank auch wieder zicken? Nein, alles gut. Oh, der Inspektor kommt. Gut, dass ich es gerade repariert habe. Das Rauchmelderle.
Hier sind drei, vier. Hier fehlt einer. Oh, da ist uns einer abhanden gekommen. Da müssen wir mal einen neuen reinbauen. Und da kommt der Inspektor. So, guten Tag. Und? Starrer Blick. Alles gut. Alles gut, war nur eine Kontrolle. Brennt nichts hier. Er hat nur geschaut, ob es irgendwo brennt. So. Weil Bigfoot ihm erzählt hat, es würde rauchen. Dabei war es Bigfoot, der geraucht hat. Und den halben Wald dabei in Brand gesetzt. Bigfoot. Bigfoot. Katze. Oh, Secret Dose. Katze. Komm zu meinem Restaurant. In den Garten rein. Und dann komme ich da dann nie wieder raus. Ridge Street. Schöne Effekte. Also das hier sieht schon sehr gestellt aus und sehr aber wenn man sich einfach nur so in das hier anschaut, mit dem Sonnenuntergang, den Glänzungen, den glänzenden Stellen hier, da so den wackelnden Bäumen, dann sieht das schon cool aus. 18 Uhr, mein Licht ist angegangen. Wunderbar. Na Elke, alles klar? Schmeckt's? Kannst ruhig auch zu mir kommen. Hier gibt's bestimmt ein paar Abfälle. Da oben sind ja noch die ganzen Scheiben kaputt. Ich gehe mal aufs Dach hoch. Okay, man kann hier gar nichts machen da oben. Na, holen Sie sich eine 7-Up? Ja, wunderbar. So Leute, Dienstagabend und da ist schon wieder was kaputt. Der Kühlschrank schon wieder. Nein, man muss tatsächlich. Naja, besser als austauschen ist es auf jeden Fall. So, Trinkgeld. Trinkgeld einheimsen. Also, wie gesagt, wir schauen uns mal die Auslastung am Wochenende an. Und wenn wir es entbehren können, dann können wir hier die Kaffeeecke hinmachen. Da, wo Sie sitzen. Ja, da können Sie dann nie wieder sitzen und Ihre käsetriefende Pizza essen. Sie müssen dann fort von hier. Oder Sie sitzen da drüben. Da ist die Aussicht auch gut. Danke. Gut, meine Freunde, ich stehe hier neben die Eismaschine ganz unauffällig, um mir ab und zu mal vielleicht ein ganz kleines Tröpfchen Eis
auf den Finger. ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's mal gut. Tschüss.